Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal Sonne tanken. Und wer meine Videos schon kennt, der erkennt, dass das da hinten im Hintergrund nicht mein E-Golf ist. Ich werde in diesem Video euch mitnehmen oder euch zeigen, was hier so passiert ist, denn nachhaltig ist das nicht. Das fing an mit einer Statusmeldung, Fehler, Doppelpunkt, Elektrosystem, Ausrufezeichen, Stopp, Ausrufezeichen. Und mit diesem Fehler ging das Ganze los. Und ich werde euch in diesem Video jetzt also berichten und zeigen, wie der ganze Verlauf dessen war, was da alles passierte, welche Hiobsbotschaften dann auf mich zukamen und warum es dann jetzt letztlich hier der E-Up erstmal ist, der da gerade steht. Wenn euch das interessiert, was da passiert ist, dann bleibt jetzt dran. Wenn euch solche Themen generell interessieren, Elektromobilität und aber auch Photovoltaikanlagen, rund um Photovoltaikanlagen, dann seid ihr auf dem Kanal richtig. Lasst mir gerne einen Daumen und ein Abo hier. Bei Fragen, Rückmeldung, Kritik freue ich mich über den Austausch. Schreibt mir einfach in die Kommentare. Jetzt viel Spaß im Video. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, das Ganze fing an mit der Fehlermeldung, Fehler, Elektrosystem, Stopp, und ich konnte dann erstmal nicht mehr das Auto starten, der E-Golf sprang nicht mehr an. Dann habe ich gedacht, das kann doch nicht sein, was hat er denn? Habe ausgemacht, wieder angemacht, ausgemacht, angemacht, es ging einfach nichts. Dann habe ich mal in die Motorhaube geguckt, weil ich dachte, vielleicht sehe ich da irgendwas, war auch nichts zu entdecken. Habe die Motorhaube wieder zugemacht, eingestiegen, gedacht, naja komm, einmal probiere ich es noch, ging immer noch nicht. Dann habe ich den Notfallservice von VW angerufen, über die Taste oben im E-Golf. Da wurde mir auch nett gesagt, ja, wir schicken jemanden los. Und da habe ich alle Daten angegeben vom Auto, alles was so gebraucht wurde, die Farbe vom Auto etc. Und dann habe ich gewartet und dann habe ich gedacht, ach komm, ich probiere noch mal. Und ding, ding, ging der E-Golf an, ich konnte fahren. Dachte ich, okay, scheint vielleicht einfach nur irgendwie ein Softwareproblem gewesen zu sein. Bin also losgefahren, habe VW angerufen, gesagt, jo, hat sich erledigt, ich fahre wieder, alles in Ordnung. Und dann war an dem Tag auch nichts mehr. Dann am Folgetag, nach dem Arbeiten, nach langer Standzeit des Autos, hatte ich wieder das gleiche Problem, gleiche Fehlermeldung im Display und wieder ging nichts. Ich habe es wieder genauso gemacht, an, aus, nochmal aussteigen, abschließen, wieder einsteigen und nach ungefähr dreimal probieren, ding, ding, ging der E-Golf wieder. Ich dachte wieder, komisch, aber das häuft sich jetzt langsam, nimmst du mal Kontakt zum Autohaus auf. Da habe ich aber an dem Tag niemanden mehr erreicht, eine E-Mail geschrieben und darauf gehofft, dass man sich dann heute bei mir meldet. Heute ist übrigens der 7. Juli und dann habe ich morgens den Weg zur Arbeit aufnehmen wollen und wieder die gleiche Fehlermeldung und dann ging aber wirklich gar nichts mehr. Ich habe das Auto nicht mehr zum Starten gekriegt, die Fehlermeldung ging nicht weg. Ich habe dann wieder bei VW angerufen, man hat mir hier aus der Nähe, aus Toschstedt, einen Servicepartner vorbeigeschickt quasi und das Auto wurde abgeholt, zeige ich euch hier gleich auch im Video mal, wurde also auf den Wagen draufgezogen und ist dann abtransportiert worden. Dann habe ich erstmal ein paar Stunden nichts gehört, wobei man sagen muss, die Notfallleitung von VW hat sich nochmal gemeldet, ob sich denn jetzt jemand gemeldet hätte bei mir und das Auto abgeholt wird. Ja, das war der Fall. Und dann jetzt gegen 14 Uhr habe ich einen Anruf gekriegt und da hieß es, Herr Kleefeld, nicht so gute Nachrichten, Sie sind ja auch leider auch raus aus der Garantie und die Hauptbatterie ist betroffen. Und da dachte ich schon so, oh shit, Hauptbatterie, das wird teuer. Und dann sagt er, ja und Klimakompressor, der ist auch kaputt. Und da wurde ich ein bisschen stutzig, weil ich meinte dann, der war vor 2 Jahren schon mal ungefähr kaputt, war auch ein Garantiefall. Das wundert mich ein bisschen, habe ich auch nicht gemerkt in letzter Zeit, dass da was ist. Und es war ja durchaus sehr warm. Und dann sagte der nette Mitarbeiter, ja, Kostenvoranschlag, und jetzt haltet euch fest, circa 7.000 Euro. Und da bin ich ein bisschen aus allen Wolken gefallen und habe gesagt, na Moment, die Batterie hat doch 8 Jahre Garantie, beziehungsweise 160.000 Kilometer Laufzeitsgarantie. Das dürfte doch da reinfallen, sagt er, hat er noch nie gehabt, den Fall. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen, dass es nicht so häufig gibt. Aber müsste er jetzt abklären, weil das Riesensummen sind, was VW dazu sagt, ob es in eine Kulanz fällt oder andersweitig abgedeckt ist. Dann hatte ich ihm gesagt, ja Moment, ich habe doch vor einem Monat, gerade Anfang Juni, meine Gebrauchtwagengarantie verlängert. Also ich habe eine Anschlussgarantie gekauft.
Davon wusste er nichts, war nicht im System hinterlegt, hatte ich zum Glück dann parat. Darüber geht hoffentlich dann schon mal die Klimakompressorreparatur. Was die Batterie angeht, da weiß ich noch zu diesem aktuellen Zeitpunkt, wo ich dieses Video jetzt gerade aufnehme, nichts. Fakt ist, das wird jetzt alles geprüft und ich habe über die, weil das Auto-Service-Heft geprüft war, also alles immer regelmäßig gemacht, so wie es gefordert war, zum Glück. Denn dadurch habe ich jetzt hier den E-Up gekriegt, also eine Mobilitätsgarantie. 3 Tage zumindest kriege ich den und ich muss sagen, Service bisher mit der Kontakt mit dem VW Autohaus super zufrieden. Das klappt bisher toll in der Kommunikation und man kümmert sich da um mich, aber ich bin echt gespannt, wie das hier weitergeht und werde da jetzt also dann hier im Anschluss auch weiter im Video darüber berichten, was hier die einzelnen Schritte sind und was am Ende wirklich bei rumkommt. Ich finde es auf jeden Fall schon mal ganz schön krass, denn der Wagen hat jetzt 102.000 Kilometer gelaufen, der E-Golf. Und bisher war ich super zufrieden, konnte hier immer zu Hause laden und hatte nie Probleme mit dem Fahrzeug, bis auf dieses eine Mal Klimakompressor. Und jetzt das. Mal abwarten, wie es weitergeht. So, jetzt ist der 2. Tag ohne meinen E-Golf und am 7.7. nachmittags hatte ich noch eine Mail bekommen, dass der Klimakompressor auf jeden Fall von VW übernommen wird. Auf meine Garantie, die ich noch abgeschlossen hatte, eine Anschlussgarantie für Gebrauchtwagen, hatte ich vor einem Monat exakt abgeschlossen für roundabout 400 Euro überschlagen, also es sind 31,50 Euro im Monat. Und das hätte sonst 1.400 Euro gekostet, 300 Euro Selbstanteil hatte ich da gewählt. Dementsprechend habe ich das also schon wieder raus. Und das wird also repariert. Und heute Morgen habe ich einen Anruf bekommen dann nochmal vom Autohaus, super freundlich, dass VW die Reparatur der Batterie, der Hauptbatterie übernehmen wird. Das hat mich natürlich super entlastet, weil das wären mal irgendwie insgesamt, Kostenvoranschlag waren jetzt 7.500 Euro, mein Eigenanteil sind 300. Das ist also schon mal eine enorme Entlastung und dann nochmal die 400 Euro für die Garantie, die ich an Kosten hatte, aber trotz alledem, dieser Riesenbatzen für die Hauptbatterie wird übernommen, weil die Batterie 8 Jahre Garantie hat oder 160.000 Kilometer. Übrigens für euch super wichtig zu wissen, das wurde mir nämlich dann nochmal gesagt, die Garantie auf die Batterie gibt es nur, wenn ihr regelmäßig auch den Service wahrnehmt. Das habe ich zum Glück gemacht und dementsprechend habe ich da die Garantie. So, ich habe natürlich aber eigentlich nur über die Mobilitätsgarantie von VW, die man auch übrigens hat, wusste ich auch nicht, aber die Mobilitätsgarantie von VW bekommt man, wenn man auch immer regelmäßig die Serviceintervalle einhält. Braucht man also im Prinzip gar keinen ADAC mehr, will ich jetzt nicht komplett sagen, braucht man nicht, aber ich habe es jetzt nicht gebraucht. Ich wurde hier sofort mit dem E-Up ausgestattet und bin damit mobil, eigentlich aber nur 3 Tage. Und dadurch, dass die Batterie aber ein Garantiefall ist und das noch ein bisschen länger dauert, wahrscheinlich jetzt bis inklusive nächster Woche Donnerstag, werde ich diesen Wagen hier so lange nutzen dürfen. Kostenlos, ohne Kilometerbegrenzung und das ist natürlich echt super komfortabel für mich. Ich werde euch auf jeden Fall weiter auf dem Laufenden halten, ob das wirklich dann am Ende auch alles rund lief. Was ich auf jeden Fall ansprechen möchte, ist, nachhaltig ist das nicht. Ich habe mir ein Elektroauto geholt, um das hier mit der PV-Anlage zu laden und zu nutzen. Und weil ich das dann nachhaltig finde, aber jetzt ist nach 5 Jahren die Batterie kaputt. Gut, es sind 3 Module, die da ausgetauscht werden müssen. Das kann man also, muss nicht die ganze Batterie ausgewechselt werden. Aber trotz alledem, auch wenn das recycelt werden kann, zum Teil finde ich das nach 5 Jahren und 102.000 Kilometern Laufleistung echt zu früh. Und bin mal gespannt, ob das dann jetzt alles so rund läuft. Bisher bin ich ehrlich gesagt ganz zufrieden mit der Abwicklung über den Notservice da von VW auch. Und toi toi toi, bin echt glücklich, dass ich die Serviceintervalle da regelmäßig gemacht habe. So, ich halte euch weiter auf dem Laufenden. Wie gesagt, jetzt heute der 2. Tag, der 8.7. ist heute. Gestern am 7.7. hatte ich die erste Mail dann nochmal bekommen hier für mein E-Golf und den Kompressor, dass das übernommen wird. Heute die frohe Botschaft, dass die Batterie repariert wird. So, moin moin, mittlerweile nach 6 Tagen. Es ist jetzt Mittwoch, der 13. und 13. Juli. Ich habe einen Anruf bekommen um 16 Uhr heute von meiner VW-Werkstatt, dass die Batteriemodule, die getauscht werden sollen, bisher noch nicht geliefert wurden. Da steht jetzt auch noch kein neuer Liefertermin fest. Mit anderen Worten, man weiß noch nicht genau, wann es weitergeht. Kann also sein, dass es mit dem Auto noch ein bisschen länger dauert.
Man hat jetzt gesagt, vielleicht Montag. Mal sehen, ich halte euch auf dem Laufenden. Auf jeden Fall ist das erstmal der aktuelle Stand der Dinge. Bis dahin kann ich aber weiterhin hier den E-Up benutzen und auch so viele Kilometer fahren, wie ich das brauche. Also für meine Mobilität ist gesorgt. Damit muss ich auch sagen, bin ich echt bisher ganz zufrieden. So, heute ist Donnerstag, der 14. Juli und ich habe nochmal einen Anruf gekriegt um 15 Uhr von der VW-Werkstatt. Und die Module wurden jetzt doch geliefert. Welch Glück. Das Auto ist auf der Hebebühne, wird also jetzt gerade auch repariert. Und soll wohl morgen Abend fertig sein. Ich bin gespannt, halt euch auf dem Laufenden und werde dann auch nochmal zusammenfassen, was jetzt hier die Kosten für mich am Ende wirklich waren und ja, inwiefern ich dann wirklich auch wieder mobil bin. Wie gesagt, bisher bin ich es zum Glück. So, kleines Update. Am 15. Juli jetzt, genau eine Woche ist es her, da wurde mein E-Golf abgeholt. Und heute habe ich einen Anruf gekriegt von der Werkstatt, 12.22 Uhr war das, dass der Golf heute nicht mehr fertig wird, weil das Nivellieren der einzelnen Module in der Hauptbatterie, in der Hochvoltbatterie einfach sehr lange dauert und das nicht mehr zu schaffen ist vorm Wochenende. Dementsprechend rechnet man damit, dass das Montag der Fall sein wird, dass das Auto dann fertig ist. Man möchte da jetzt auch nicht auf Druck irgendwie das Ding zusammenbauen und dann nachher einen Fehler drin haben, also lieber mit Ruhe und Bedacht da rangehen. Das heißt für mich, ich fahre das Wochenende einfach nochmal mit dem Up weiter. Und bin dann hoffentlich ab nächste Woche Montag wieder mobil. Ich halte euch hier auf dem Laufenden. Das ist jetzt der aktuelle Stand der Dinge. Von der Kommunikation bin ich nach wie vor echt sehr zufrieden. Wurde frühzeitig angekündigt, dass das heute nichts wird. Und ob ich jetzt Montag oder Dienstag das Auto wieder habe, ist für mich jetzt auch nicht so wichtig. Wichtig ist für mich, dass ich mobil bin. Das bin ich. Und ich werde am Wochenende jetzt auch reichlich Kilometer fahren. Ich muss nach Hannover einmal. Ich muss am Montag nach Wittenberg, Lutherstadt Wittenberg. Das werde ich alles hier mit dem Auto machen. Also mobil bin ich und darauf kommt es mir an. Das ist das Allerwichtigste jetzt gerade und dafür ist gesorgt. Das finde ich super. So, das Autohaus hat sich gemeldet. Der E-Golf ist fertig und ich mache mich jetzt auf den Weg, hole ihn ab und werde dann berichten, ob alles so klappt und geklappt hat mit der Reparatur etc., wie ich das gewünscht habe bzw. wie es mir erzählt wurde. Ich halte euch auf dem Laufenden. Auf geht's in die letzte Runde mit dem E-Up, um meinen E-Golf abzuholen. Ich bin mit dem Wagen eigentlich ganz zufrieden gewesen als Ersatzwagen. Auf jeden Fall eine super Alternative. Ich konnte hier auch elektrisch laden zu Hause und vermisse aber trotzdem den E-Golf. Ist natürlich eine andere Kategorie, aber trotz alledem hier als Ersatzwagen im Zusammenhang mit der Mobilitätsgarantie von VW bin ich da total zufrieden und bin froh, dass ich den jetzt fast anderthalb Wochen lang quasi zur Verfügung gestellt bekommen habe, ohne da drauf zahlen zu müssen. Das ist natürlich super und jetzt hole ich meinen E-Golf ab. Die defekten Module in der Hochvoltbatterie wurden jetzt also ausgetauscht und repariert, beziehungsweise die ganze Batterie wurde dann wieder nivelliert und das hat auch ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Und der Klimakompressor war ja auch kaputt, der wurde auch repariert. Das lief aber deshalb ganz gut, er hat mit 300 Euro Selbstbeteiligung, weil ich die Anschlussgarantie für den Wagen, also eine Gebrauchtwagengarantie noch abgeschlossen hatte. Und die hat mich ungefähr 400 Euro jetzt im Jahr gekostet und die habe ich jetzt quasi schon wieder drin, weil der Klimakompressor und die Reparatur hätten auch über 1000 Euro gekostet. Also da bin ich froh, dass ich es gemacht habe. Trotzdem, auch das ist schon die zweite Reparatur gewesen. Ich hatte auch was mit der Schaltung schon mal. Dieses Fahrzeug ist also durchaus relativ anfällig gewesen. Finde ich halt auch mal erwähnenswert. Ja, mein Fazit ist, ich war jetzt über eine Woche ohne meinen E-Golf, aber der ganze Ablauf, den habe ich euch hier dokumentiert. Und die Batterie läuft wieder. Ich muss mal gucken, wie sich das langfristig hier entwickelt, aber das auf jeden Fall als Rückmeldung dazu, wie das Ganze hier ablief. Und da muss ich sagen, nochmal bin ich sehr zufrieden mit dem Service und finde es erschreckend von der Nachhaltigkeit, wie ja, schnell sozusagen nach 5 Jahren die Hochvoltbatterie hier in die Knie gegangen ist, auch wenn Volkswagen 8 Jahre Garantie gibt. Ich hoffe, die muss ich nicht nochmal in Anspruch nehmen. Also euch auf jeden Fall hat das Video hoffentlich gefallen und einen Eindruck gegeben. Wenn ja, lasst mir einen Daumen und ein Abo hier, freue ich mich. Und bei Fragen, Rückmeldungen einfach mal unten in die Kommentare schreiben. Ich versuche da zeitnah zu antworten und euch weiterhin gute Fahrt.